Der Alte aus den Bergen bewohnte eine riesige Höhle. Überall im Orient flüsterte man von den Reichtümern in seinem Höhlenpalast und von schönen Frauen. Man erzählte von sklavisch ergebenen Kriegern, von Edelsteinen, Gold und geheimnisvollen Geräten, von nächtlichen Festen und seltsamen Vergnügungen, bei denen die meisten der Teilnehmer ihr Leben verloren. Sage nach hatte der Alte aus den Bergen kein Alter und keinen Namen. Viele sagten, er sei unsterblich. Er trug ständig eine goldene Maske, die er nur vor denen abnahm, die er zum Tode verurteilt hatte. Aristoteles? Plato? Aber ihr habt doch gesagt, der Alte wäre der Anführer einer Mördersekte. Das sage ich noch immer. Er ist die Verkörperung alles Bösen auf dieser Welt. Das verstehe ich nicht. Wie verträgt sich das Böse mit den Büchern der Weisheit? Jeder liest aus Büchern nur seine eigene Wahrheit. Ja, so ist es. Warum versteckt ihr euch vor uns? Lasst mich euer Gesicht sehen. Du wirst es sehen. Eher vielleicht, als dir lieb ist. Es gibt viele Arten, von Stufe zu sinken. Aber nur eine, ins Paradies zu gelangen. Dein Gesicht scheint mir nicht außergewöhnlich. Ein dicker Mann, weiter nicht. Du gehörst zu der Art der Lumpen, die ich so gern habe. Und ihr zu der, die ich hasse. Du gefällst mir. Es würde mich freuen, wenn du bei mir bleibst. Freiwillig, meine ich. Ohne, dass ich dich zwingen muss. Ich gefall dir auch, ne? Gib es zu. Wenn euch an meiner Freundschaft liegt, dann lasst uns frei. Warum siehst du dich denn nach deinem heiligen Bettler um? Ist er es, der über deinem Glauben und deinem Gewissen wacht? Sieh ihn dir noch einmal an. Sieh ihn dir an und du wirst dem Alten von den Bergen dankbar sein für das, was er für dich tut. Er wird dir beweisen, dass der Glaube, den du schon als Kind mit der Muttermilch eingesogen hast, weiter nichts als ein Aberglaube ist. Das wird der Alte für dich tun, weil er Burschen wie dich mag. Darauf würde ich gern verzichten. Es ist nun mal so, ich kann es nicht ändern. Die christlichen Priester behaupten sogar, so viel Glaubenskraft zu besitzen, dass sie ein Stückchen Brot in den Leib des Herrn verwandeln können. Ich werde dir sofort beweisen, was dein Glaube und der dieses Mannes wert ist. Ihr seid alle verblendet. Euer Glaube ist nichts. Nichts. Er ist nur ein Wahn. Bete. Bete, bete. Ein bisschen Haschisch würde ihm genauso gut tun. Ein wenig Schmerz wird schon genügen, dass er den Glauben leugnet und ihn wie einen armen Verwandten davonjagt. Bevor ihr auch nur ein Haar auf dem Kopf dieses Mannes krümmt, werdet ihr mich töten müssen. Niemand wird ihn anrühren. Das Läuten einer Glocke wird ihn bekehren. Weiter geschieht nichts. Christen
lieben doch das Läuten der Glocken. Nicht wahr? Siehst du, mein Freund, wie groß die Kraft des Glaubens ist, den sie dich gelehrt haben. Aber auch ihr habt mich etwas gelehrt. Und dafür danke ich euch. Ihr habt mich die Liebe zu meinen Mitmenschen gelehrt, die ich früher nie empfunden habe. Du wirst bald die Kraft deiner Liebe zu beweisen haben. Genießt nur den Augenblick eures Triumphes. Er bedeutet nichts. Gar nichts. Wie bald werdet ihr vergessen sein? Und wenn sich einer eurer erinnert, dann nur als die Verkörperung alles Bösen. Aber das, woran wir glauben, wird ewig sein. Wie ich sehe, bist du nicht so schnell zu überzeugen.